Aber nach diesen ganzen, ja, signifikanten Ereignissen jetzt wieder knapp 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie die diese Serie zu einem zufriedenstellenden Ende bringen wollen, weil wir brauchen ja jetzt auch irgendwie mal Momente, wo Sol verkraftet, dass alle seine Jedi-Homies gestorben sind. Ja, wo dieses ganze Mysterium um Osha und Mei jetzt langsam aber sicher dann auch mal aufgelöst wird. Dazu kommt noch, was hat der Meister jetzt mit Osha vor? Ne, was passiert da genau? Also da brauchen wir ja auch ruhige Minuten und ich weiß nicht, ob die Folge das mit der Runtime schafft, uns das wiederzugeben. Ich erhoffe mir von der Folge jetzt natürlich übrigens, was ich in der Review gesagt habe, ist mir kurz danach aufgefallen, ist natürlich Quatsch. Sie werden den Planeten definitiv verlassen, weil es gibt ja noch so einen Clip aus dem Trailer, wo es irgendwie ein Raumschiff gibt, die sich gegenseitig betteln in so einem Saturn-Ring-like Steinring halt um den Planeten rum. Also muss das, gehe ich mal davon jetzt hier irgendwie sein, dass vielleicht Sol entkommen will und der Stranger, unser Meister hier, will ihn aufhalten oder so. Irgendwas in die Richtung. Ja, also er wird definitiv den Planeten verlassen. Es wird jetzt total spannend. Ich finde, sie haben es ganz gut strukturiert. Wie wird es jetzt tatsächlich vorangehen mit dem Thema Sis? Weil Fakt ist, egal wie sie es stricken, Sol kann nicht irgendwie, ich habe das ja in meiner Review schon gesagt, er kann jetzt kein Signal absenden, sondern es muss irgendwie eine Blockierung stattfinden oder so, weil sonst würde er das ja revealen können, ne? Vielleicht versucht er es und dann bricht das ab oder so, weil hier der Meister ein Störsignal sendet oder so. Irgendwie in diese Richtung muss es gehen, weil wie gesagt, sie müssen dieses Thema Sis schon mit Vorsicht behandeln, auch wenn euch alle möglichen Spackos erzählen wollen, dass es bis jetzt hier einen Kanonbruch gibt. Es gibt überhaupt keinen Kanonbruch. Es sind Jedi gestorben, das ist zu der Zeit auch nicht unüblich und dementsprechend ja, weiß momentan noch keiner damit, was anzufangen, wie, was, wo. Und denke, in dem Bereich müssen sie es eigentlich auch lassen. Und ich hoffe, sie lösen es besser als das Leia-Ding bei Obi-Wan Kenobi. Er ist der fucking Goat. Oh mein Gott, wenn es Darth Plagueis ist, wie der Fandom implodiert. And I'm here for it. I'm here for it. Ich wünsche mir sogar aus dem Grund, dass es Darth Plagueis ist. Damit diese ganzen eingefleischten Vollidioten, die sich wegen Sachen aufregen, die nicht mal Kanon sind, direkt ein Flip-Out bekommen. Bitte macht ihn Darth Plagueis. Ist mir so scheißegal, es muss kein Alien-Eierkopf sein, auch wenn ich es präferieren würde, weil, ne, Alien-Sis wäre doch mal... Oh, wir fangen direkt hier an. Wie oft wacht die eigentlich auf in dieser Serie? Das ist, glaube ich, die 41. Einstellung, wie die Tussi aufwacht. Oh, apropos... Leute, was ich entdeckt habe, ich habe nochmal die letzten beiden Folgen hintereinander geguckt und in der vorletzten Folge, als die auf Kofa landen, wird schon das Kylo Ren-Theme angeteased. Sau subtil, ganz leicht, aber und als Kaimir oder wie der heißt, was zur Hölle ist denn das? Einfach eine Elefantentaube. Als Kaimir seine Tasche packt, packt er das Lichtschwert rein. Man sieht es sogar da. Zu krass. Das ist so ein kleines Easter Egg. Oh, das ist nicht Aktu, oder? Das wird gar keinen Sinn ergeben. Warum ist er denn da, wo ein Jedi-Tempel ist? Oder vielleicht wird es genau Sinn ergeben, aber... Nein. Boah, es sieht aber so aus. Unknown Planet. Oh, dann muss der ja signifikant sein. Oh, warte mal! In dem Darth Plagueis Novel in Legends und die Headland, die Produzentin, hat gesagt, sie nimmt viel aus den... die sind so abgefahren. Was soll? Sie nimmt viel aus dem Plagueis Roman mit. Da ist Palpatine oder... Nee, Darth Plagueis ist auch auf so einer Insel. So wie Arctu. Und... Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war irgendwas mit der Insel auch mit diesem... Mit diesem... wie heißt es? Kortosis? Oder so?
Mein ganzes Team. Bitte nicht. Töte mich. Oh. Ich hab's euch gesagt. Das kann nur eins bedeuten. Invasion. Ich hab's euch gesagt. Die sind doch nicht komplett dumm. Bei diesen Tests. Ich hab's euch gesagt, die Übertragung geht nicht. Diese Bedrohung ist viel größer, als wir angenommen haben. Und alle im Internet, die brechen den Kanon. Haltet die Schnauze und guckt es erstmal. Ich setze. Oh. Oh, das fühle ich. Und das sollten Jedi eigentlich nicht spüren. So fühlen. So eine bescheuerte. Die Jedi waren eigentlich noch fast schlimmer als die Sith, wenn du es dir überlegst. Er darf nicht trauern, weil er muss stolz sein, dass die in die Macht übergegangen sind. Ey, Sol ist so ein geiler Charakter. Oh, es läuft tatsächlich wieder nach Neustart. Aber das brauchen wir, genau diese Emotion. Ich hatte schon echt Schiss, dass die das so runterlaufen lassen und er wirklich 0,0 Emotionen displayt, ne? Aber genau das brauchen wir und noch mehr eigentlich. Mein Gott, was ist deine Mission? Digga, macht er da jetzt... shit. Boah, das sieht aus wie von der Peitsche. Holy shit, er lässt die Laserpeitsche raus. Oh, das am Rücken sah aus wie Peitsche. Laserpeitsche? Ich meine, er lässt da gerade seine Laserpeitsche mal ins Wasser. Der hat gerade den halben Jedi-Orden mit einem Bleistift getötet. Und du kommst mit dem Buttermesser. Eine besondere Beziehung, nicht wahr? Ja. Meister und Lehrling. So ein bisschen Vater-Tochter-like. Und deshalb, das könnte übrigens auch ein Riesenproblem sein für Sol. Weil er seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Auch Aggressionen, wie wir gesehen haben. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum sie aus dem Jedi-Orden musste. Weil er zu sehr an ihr hängt als Tochter, ne? So Tochter-like. Leute, ich hab's euch gesagt, eine Woche vorher. Hast du Hunger? Warum dann kein Plagueis? Gerade dann Plagueis, wenn er sehr lange Zeit sogar sagt. Vielleicht ist der Typ 500 Jahre alt. Ne? Und vielleicht hat das wirklich was auch da mit diesem See zu tun. Ne? Da gibt's ja in Star Wars Legends tatsächlich auch sowas mit dem See. Mit diesen Mortis-Göttern und so, wo du ewig lange leben kannst. Also unwahrscheinlich ist das nicht, dass es damit vielleicht zu tun hat. Und wie gesagt, es gibt kein Kanon zu Plagueis. Vielleicht ist jetzt Kanon, dass Plagueis sogar mal ein Jedi war. Ich bin nicht meine Schwester. Ich lasse mich nicht so leicht manipulieren. Und jetzt wisst ihr übrigens auch, warum Kylo Ren Theme, ne? Das ist ja genau das, was Kylo mit Rey machen wollte. Wobei ich glaube, hier mit einem anderen Effekt, ich glaube, er wird es schaffen. Hast du nicht etwas vergessen? Lass mal meine Keule hier. Das war meine Entscheidung. Bist du dir da sicher? Lass mich los! Was du jetzt gerade das ist genau wie Kylo und Rey. Als er zu ihr sagt, dass sie niemand ist. Wer du bist. Die Jedi sahen es und haben dich deswegen verstoßen. Weil ich versagt habe! Oh Gott. Sie wird fallen. Ich verstehe. Und ich werde da sein und es genießen. Ich habe alles verloren. Oh, Scham. Aber wenn man alles verliert, ist man endlich frei. Oh, Kylo Ren, kill the past. Oh, Gänsehaut. Holy shit. Weil wir einfach auch recht hatten, ein Stück weit, was die Jedi für Pisser sind. Aber er ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Boah. Ich liebe diese Intrigen, die hier aufbauen und diese verschiedenen Facetten. Habt ihr mir alles erzählt, was auf Brandock geschehen ist? Du warst noch sehr jung. Oh, zeig's ihr. Ich will sehen, was hast du aber gemacht. Jetzt nicht mehr. Ihr könnt es mir sagen. Och Mann, nee.
Oh, dieses künstlich in die Länge ziehen von solchen Sachen, das triggert mich immer des Todes. Hier lang. Ne? Und dabei ist es so geil, dass es hier so viele verschiedene Facetten gibt. Nämlich, dass die Sith, die Facette ist nicht einfach nur klar böse. Die Jedi, die Facette ist einfach nicht nur klar gut. Ne? Deren Doktrin, deren Gebräuche sorgen auch für viel Leid. Und es gibt Sachen, die kehren sie unter den Teppich. Wie wollen sie unter den Teppich kehren, dass 10 Jedi gestorben sind? Oh, er repariert seinen Helm. Oh, shit. Hohoho. Das kam aus dem Nix. Der fucking Goat Jackie. Hot Toys, do your thing, Mann. Ich brauche eine Jackie, ich brauche einen Saul, ich brauche einen Stranger. Die beiden Zwillinge können sich verpissen. Und einen Kelnacker würde ich auch noch holen. Wir sollten zum Schiff zurückkehren und die Gefallenen für ihre Bestattung Er vorbereiten. hat schon, sie hat schon das zweite Mal aus dem Gleichgewicht gesprochen und sie es. Er haut gerade die Anschuldigung raus. Wer sonst sollte so viele Jedi töten, wenn nicht Meister Saul, der ja wirklich krass ist? Am Ende schieben sie das ganze Ding in Meister Sauls Schuhe, weil der wird ja safe nicht überleben. Und so vertuschen sie das Ganze wieder und keiner weiß irgendwas von Sith. Oh, wäre das böse, das Ende. Oh, das wäre wie bei einem Spiel mit multiplen Enden, das böse Ende. Holy. Darüber nachzudenken, was ich dir sagen würde, wenn ich je die Gelegenheit Warum kriege dazu ich gerade so hätte. Bösewichte-Vibes von ihm? Also wirst du erst zuhören. Warum kriege ich gerade so Bösewichte-Vibes von ihm, wenn sie das so deichseln, dass er am Ende der Meister ist, ne? Er hat auch zufällig überlebt den Kampf. Oh, kommt noch eine Szene mit dem Helm. Oh, das ist eine Kurtosis-Ader. Das ist im Darth Plagueis-Buch. Darth Plagueis ist auf einer Insel, wo Kurtosis abgebaut wird. Also, das ist confirmed jetzt. Die würden das gar nicht mit reinbringen sonst. Also nicht confirmed, dass er unbedingt Plagueis ist, aber dass Plagueis da irgendwo rumschwirrt. Ich meine, zwar eigentlich, sage ich das schon seit Jahren, dass die Plagueis da mit einbauen werden, aber das ist das krasseste Indiz, was sie aus dem Buch genommen haben. Einfach die Insel besteht zum Teil aus Kurtosis. Oh. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also im Endeffekt kommen wir bei der Folge erstmal wieder bei einer Sache gleich raus. Und das ist, warum zur Hölle war die wieder so kurz? Es gibt hier so viele Themen, die so wichtig sind oder die auch so wichtig wären. Und dementsprechend finde ich es total schade, dass sie wieder so kurz ist, weil gerade hier hätten wir wieder so viel, ja, so viel rausholen können. Nichtsdestotrotz, also. Es tut mir echt leid, ich kann viele Sachen und viele Probleme verstehen und viele hassen Episode 8. Ich kann es verstehen, ich hasse sie nicht. Ich finde sie jetzt auch nicht super toll, aber ich finde es nicht so schlimm wie manche. Es gibt aber so manche Sachen, die kann ich nicht verstehen. Die gehen mir einfach nicht in den Kopf rein, wo ich auch finde, da gibt es kaum Geschmack als Star Wars-Fan, weil es ist einfach nur grausam. Und das ist Episode 9. Und was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist der Hass für diese Serie. Hier gibt es dumme Sachen, wie ich gesagt habe. Also, May macht sich auf den Weg, den Wookie zu töten, und Osha und Saul und Jackie fliegen erstmal nach Coruscant und trainieren noch eine Runde, bevor sie hinterherfliegen. Absoluter Bullshit. Wer das geschrieben hat, ist absolut bescheuert. Ne? Und viele Kleinigkeiten, keine Ahnung. May stolpert über eine Leiche mitten auf dem Parkplatz, die sie nicht gesehen hat und so. Das sind aber wirklich Kleinigkeiten. Aber dieses ganze Mysterium hier finde ich super spannend aufgebaut. Ich bin relativ gut, diese Sachen mir zusammenzureimen, und ich bin ganz sicher, dass eine der Theorien, die ich rausgeballert habe, auch irgendwo nahe in die Richtung kommt. Aber so richtig meinen Finger drauflegen kann ich noch nicht. Ich sag nur eins: Wenn sie es hinkriegen, dass am Ende, es wird mir ein bisschen wehtun, weil ich liebe den Charakter, dass Saul der Böse ist, dann wäre das Killer, weil ich hätte es nicht kommen sehen. Und ich habe das erste Mal so leichte Bösewichte-Vibes gehabt, gerade eben an dem Tisch, wo er gesagt hat, und jetzt reden wir. Ne? Weil wenn ihr mal wirklich alles zusammennimmt, er hat irgendwas ganz Übles gemacht. Der Stranger hat von seiner dunklen Seite gesprochen.
er hat irgendwas gemacht, was dem Hohen Rat verschwiegen wurde. Er ist der Einzige, der überlebt hat gegen den Stranger.